Ist halt gerade. Passt? Wollen wir tauschen oder geht das gar nicht? Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube. Test, Test. Das geht auch noch nicht. Test, Test. Test. Machen die Fotos von uns? Ach, ihr hört was? Kriegen die professionelle Fotos, oder? Moin. Ja, kann ich hören. Ah ja. Danke. Für alle, die dasselbe Problem haben wie ich und nichts hören, man muss das Volumen ganz hochdrehen. Dementsprechend charmanter Start meinerseits. Der letzte für den Tag heute, der vierte. Ich denke, wir sind alle jetzt mittlerweile so ein bisschen headless. Und darum geht es heute auch. Ich bin Roja, ich bin von der Hamburg Media School. Da kommt nämlich der Philipp Westermeier auch her, diejenigen, die ihn kennen. Das ist der Gründer von der OMR. Und dementsprechend haben wir als Studierende, die aktuell ihren Master dort machen, die Ehre, diese Masterclasses hier zu moderieren. Und eine besonders große Ehre ist es für mich heute, die drei Personen auf der Bühne zu begrüßen. Und zwar haben wir da einmal Thomas, das ist der Vice President of Marketing von Storyblock. Und dann haben wir noch zwei Personen von Marco Polo, einmal Maria mit einem sehr langen Jobtitel, den ich jetzt performe. Und zwar Group Manager, Technical Project Management and Quality Assurance. Ich finde, ich hätte einen kleinen Applaus dafür verdient. Danke, danke. Und Johannes macht es uns ein bisschen leichter. Er ist nämlich totaler Quatsch, in Anführungszeichen, nämlich nur ein Senior Frontend Developer. Nur bezieht sich nur auf die Länge des Jobtitels. Denn Johannes wird heute auch richtig performen. Er hat mir versprochen, eine Landingpage mit uns hier gemeinsam heute zu bauen. Und ich denke, das ist ein cooles Versprechen. Wir werden Spaß haben. Dementsprechend viel Spaß. Das Mikro. Hallo. Ja, ich glaube, ihr hört mich. Super. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich mache das mal so, das ist, glaube ich, leichter. Mein Name ist Thomas und wir sind heute hier, um euch zum Thema How to Headless eine kleine Marco Polo-Geschichte zu erzählen. Und bevor wir aber uns kurz vorstellen, würde ich sagen, es ist der letzte Talk des heutigen Tages. Es ist 16:30 Uhr, wir sind alle müde, es ist heiß hier drin. Vielleicht stehen wir alle mal gemeinsam kurz auf und begrüßt den Sitznachbarn, die Sitznachbarin und sagt kurz Hallo. Vielleicht ist der eine oder andere spannende Kontakt ja auch heute dabei. Ihr dürft gern klassische Visitenkarten austauschen und euch dann wieder niedersetzen. Also ich sehe schon, da sind einige spannende Kontakte dabei. Vielleicht wollen wir uns dann trotzdem langsam niedersetzen. Wir haben 90 Minuten heute Zeit. Mal schauen, wie lange wir wirklich brauchen. Aber ja, wie gesagt, ist ja der letzte Talk des heutigen Tages. Also ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, wenn wir auch ein bisschen überziehen. Aber ja, kurze Vorstellungsrunde. Maria, magst du starten? Was machst du? Hi zusammen, mein Name ist Maria. Mein Jobtitel kennt sie jetzt alle. Tatsächlich bin ich bei Marco Polo für das Projektmanagement und Quality Assurance Team zuständig. Das heißt, wir sind die Schnittstelle zwischen unseren Stakeholdern und unserem Inhouse-Software-Entwicklungsteam, in dem unter anderem Johannes tätig ist. Und ich freue mich heute sehr, hier zu sein und nehme euch nachher mit auf eine kleine Reise von Marco Polo. Und jetzt übergebe ich aber erstmal an den Johannes. Ja, hi. Ich hoffe, man hört mich nicht doppelt. Ich bin Johannes, ich bin Softwareentwickler bei Marco Polo. Ich bin derjenige, der bei uns Storyblock integriert hat und das werden wir auch später in einem Live-Beispiel sehen, wo wir eine kleine Landingpage bauen und wo wir genau sehen, wie wir Storyblock bei Marco Polo nutzen werden. Ja, genau. Mein Name ist Thomas Piam und ich bin bei Storyblock fürs Marketing zuständig. Wir haben heute die Session in drei Teile aufgeteilt. Teil 1, eine kurze Einführung in das Thema, the State of CMS und Headless Commerce. Wovon reden wir denn überhaupt? Was ist Headless Commerce? Was bedeutet das? Wo glauben wir, geht die Reise hin? Teil Nummer 2, Maria nimmt uns mit auf die Marco Polo Reise und wie Marco Polo in den letzten 12 Monaten, 16 Monaten hier spannende Dinge unternommen hat. Und zu guter Letzt, Teil Nummer 3, Johannes wird uns eine kleine Live-Demo zeigen, wo wir von der Scratch eine kleine Landingpage bauen.
Ja, starten wir einfach mal direkt los. The State of CMS and Headless Commerce. Wir bei Storyblock sind eine Headless-CMS-Lösung und haben dementsprechend auch in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr einige Umfragen auch durchgeführt zur Nutzung von Content-Management-Systemen im Unternehmen. Wie wird Content gemanagt? Von wem wird er gemanagt? Was sind denn da so die Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute so zu tun haben? Und dementsprechend möchte ich heute über drei Teilbereiche sprechen, weil wenn wir über CMS, wenn wir über Technologien sprechen, dann sprechen wir am Ende des Tages um Inhalte, um Content. Wie verwalten wir diese Inhalte? Über welchen Inhalt sprechen wir denn überhaupt? Menschen am Ende des Tages arbeiten in unseren Unternehmen, People, Menschen, die mit unseren Systemen, mit unseren Technologien arbeiten und zu guter Letzt Technologies. Und ich glaube, einige Punkte von diesem ersten theoretischen Teil werdet ihr dann später auch in der Marco Polo-Geschichte wiederfinden. Starten wir gleich los. Punkt Nummer 1, Content, Inhalte. Ich habe diesen Finance Review-Artikel vor einigen Monaten ganz spannend gefunden, der über das Thema Personalisierung und wie wir als Unternehmen unseren Endkonsumenten personalisierten Content zur Verfügung stellen, beschrieben hat. Die Aussage war quasi Key Takeaway von diesem Artikel: The future belongs to enterprises that can deliver an intelligent, contextual, frictionless, real-time, data-driven human experience. Wow, also da sind ja viele Punkte drin. Intelligent Content, Contextual Content. Wie kontextuell ist unser Content? Wie real-time sind wir als Unternehmen in der Lage, diesen Content auch für unsere Konsumenten, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter auszuspielen? Und am Ende des Tages war aber auch das Statement von diesem Artikel die Aussage, derzeit sind leider nur 6% aller Unternehmen, die hier befragt wurden, in der Lage, wirklich personalisierte User Experiences über alle Kanäle, die wir als Unternehmen bespielen, anzubieten. Und vielleicht eine kurze Frage an euch. Wer glaubt von euch, wer zählt sich zu diesen 6%? Also arbeitet ihr in Unternehmen, die wirklich in der Lage sind, personalisierte Experiences über alle Kanäle anzubieten? Also wer zählt sich zu diesen 6%? Bitte kurz die Hände heben. Also recht viele Hände sehe ich hier nicht. Hier in der Marco Polo-Ecke war, glaube ich, eine Hand. Ja, also da habe ich mir die Frage gestellt, was machen denn alle anderen 94%? Was machen wir denn falsch? Warum ist es denn wirklich so schwierig, über kanalübergreifend personalisierte User Experiences anzubieten? Und in den nächsten Folien möchte ich hier ein paar Punkte aufzeigen. Weil am Ende des Tages, ich würde gern nächstes Jahr hier wieder an dieser Stelle stehen und hoffentlich sind das nicht mehr 6%, sondern deine oder andere Hand ist bereits dabei und wir liegen hier bei einem höheren, vielleicht sogar zweistelligen Prozentsatz. Aber warum ist es denn so schwierig, personalisierte Experiences für unsere Endkonsumenten anzubieten? Auf der einen Seite nicht so sonderlich überraschend, wenn wir dem Cisco Annual Report glauben, der besagt, dass wir in Westeuropa nächstes Jahr 2023 9,4 Devices und Connections pro Person haben. Also angefangen von Smart Homes, PCs, IoT, Smartwatches und so weiter. Also 9,4 Endgeräte pro Person im nächsten Jahr. Also das muss man halt auch mal bedienen können als Unternehmen. Viel schlimmer, unter Anführungszeichen, die Lage in den USA, wo die Anzahl bei 13,4%, also 13,4 Geräte pro Person, also das ist halt eine Herausforderung rein, weil das eine große Anzahl an Endgeräten ist. Gleichzeitig, wenn man sich die Entwicklung im Internet anschaut, dann hat sich das natürlich auch massiv geändert. Wir alle leben in der Tech-Bubble. Wir sind hier zu Hause, wir sind heute hier auch hier beim OMR-Festival, um das zu zelebrieren. Wenn man jetzt 12 Jahre zurückblicken, dann sehen wir einen enormen Wachstum, was rein das Content-Volumen im Internet angeht. Also wir sprechen hier von 2010, wo es im Internet 2 Zettabyte an Content gab, das sich massiv auf 97 Zettabytes, Zettabyte ist 1 Milliarde Terabyte, also ein enorm großes Content-Volumen. Gleichzeitig haben sich die Presentation-Layers geändert. Wir wissen das alle, wir kennen all die Endgeräte, die Ausgabemedien. Vor 12 Jahren war es halt der klassische Desktop-Browser, der klassische Internet-Browser. Heutzutage sieht die Landschaft eben bereits ganz anders aus. Und dementsprechend hat sich auch der Content-Typ verändert, wie wir als Unternehmen Content bereitstellen müssen, welche Art von Content wir bereitstellen müssen. Es geht halt nicht nur mehr um den klassischen Text und Bild, sondern die Formate haben sich halt sehr stark auch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Was ist die gute News an dieser Herausforderung, an dieser schlechten News? 67% aller E-Commerce Decision Makers haben gemäß dieser Umfrage gesagt, dass sie in den nächsten Jahren in das Thema Personalisierung investieren möchten.
Aussage Nummer eins, diesen Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, war aber auch, Personalisierung scheitert oft aufgrund des fehlenden Fokus hin zum Content. Was heißt das? Nur wirklich wenige Unternehmen haben ihren Content so aufbereitet, so optimiert, dass er wirklich für die Wiederverwertbarkeit über kanalübergreifend für die Automatisierung und für die Personalisierung aufbereitet wird. Wir haben hier vor 2 Monaten circa auch Unternehmen im deutschsprachigen Raum befragt und haben eben die Frage gestellt, gut, wir haben jetzt hier die Theorie, auf welchen Kanälen spielt ihr heute, Tag heute, wirklich Content aus? Und was wir hier sehen, ist auf der einen Seite nicht sonderlich überraschend. Wir sehen die klassische Website, die Mobile App als primäre Kanäle vertreten. Aber es gibt bereits auch einen kleinen Prozentsatz, der, wie auszugehen, wachsen wird in den nächsten Jahren, der bereits Content auf Voice-Assisted-Ausgabemedien ausspielt. Man denke an Alexa, man denke an Smartwatches, das hier auch mit 3,7% vertreten ist. Und persönlich war ich relativ überrascht, dass AR und VR-Ausgabemedien auch bereits mit 6% vertreten sind. Und Content in einer VR-AR-Umgebung auszuspielen, funktioniert halt in Österreich, würde man sagen, ein bisschen anders als wir auf der Website. Ich möchte heute einfach nur so als Gedankenpunkt die Methode des Atomic Designs mitgeben. Atomic Design ist quasi ein Principle, eine Methode, die es ermöglicht, Content so weit in atomare Moleküle runterzubrechen, um Content eben strukturierter aufzubereiten. Ein Content, der auf einer Website gepublished wird, ist eben nur dann wiederverwertbar, wenn er auch entsprechend strukturiert ist. Was bedeutet das Ganze? Atomic Design hat die Überlegung und die Idee dahinter, dass man den eigenen Inhalt in das kleinstmögliche Atom unterteilt. Man stellt sich auf einer Landingpage zum Beispiel einen Button vor. Der Button kann ein Atom sein und mehrere Atome bilden dann ein Molecule, also ein Eingabefeld plus ein Button wäre dann zum Beispiel ein Molekül. Das wiederum formiert sich in Organismen, man denke zum Beispiel an eine klassische Navigation. Und die Überlegung dieser theoretischen Übung ist es eben, Content so aufzubereiten, dass er wirklich strukturiert wiederverwertbar ist. Sei es auf der Website, aber vielleicht mag man die gleiche Navigation eben auch in der Mobile App wiederverwenden. Es gibt viele Vorteile, die mit diesem Atomic Design Principle verbunden sind, neben der Skalierbarkeit und Wiederverwertbarkeit. Gleichzeitig ermöglicht diese Gedankenwelt es eben aber auch dem Marketingteam, den Redakteuren, schneller mal neue Landingpages vorzubereiten, schneller zu prototypen und dementsprechend auch sicherzustellen, dass man klassisches Copy-Paste von Content vermeidet. Wer sich jetzt fragt, hey Thomas, es ist spät, es ist bereits kurz vor 5, what are you talking about? Ich empfehle diese Session von unserer Ambassadorin Alba, die sehr genau über das Atomic Design Principle spricht und wie ihr das für euer Unternehmen, potenziell für die Website, Mobile App und so weiter auch verwenden könnt. Gerne einfach mal reinhören, der Talk ist hier verlinkt und auch auf YouTube zu finden. Punkt Nummer 2, wir haben jetzt über Content gesprochen, reden wir kurz über Menschen. Am Ende des Tages sind wir Menschen, die in Unternehmen arbeiten, um Inhalte zu verwalten mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Wir haben eben auch in der State of CMS Survey gefragt, wie viele Teams gibt es denn in deinem Unternehmen, die mit einem Content Management System arbeiten? Und wir haben hier gesehen, dass es meistens nicht nur ein Team ist, sondern der Großteil, 47% von der befragten Unternehmen, besitzt 2 bis 3 Teams, die mit einem CMS-System arbeiten. Und in mehr als 11% aller Fälle gibt es bereits mehr als 6 Teams, die mit dem Content-Management-System arbeiten. Was wir hier einfach sehen, ist, dass in der Regel Content über sämtliche Teams verteilt ist. Es ist meistens nicht nur das Marketing-Team, es ist meistens nicht nur das Sales-Team, das mit Content arbeitet. Natürlich mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Wir haben dann eben im nächsten Schritt gefragt, naja, welche Teams stehen denn dahinter? Und man sieht hier eben in diesem Chart ein sehr diverses Beispiel, sehr diverse Übersicht, dass es eben von Marketing, Sales, Entwicklung, Operations, HR, Finance. Im Grunde genommen kann man sagen, wahrscheinlich gibt es in euren Unternehmen fast kein Team, das nicht mit einem CMS bei euch arbeitet. Ja, genau. Was glauben wir, was ist unser Ansatz, wenn wir um das Thema Headless CMS sprechen? Wir sind der Meinung, dass oftmals in vielen Unternehmen, wenn wir mit vielen Unternehmen sprechen, oftmals Content-Silos entstanden sind. Das heißt, ein Team hat einen bestimmten Use-Case und braucht ganz schnell eine Kampagnen-Landing-Page.
Vielleicht braucht das Sales-Team auch eine eigene Landingpage für einen ganz anderen Anwendungsfall. Und dementsprechend sehen wir viele Unternehmen, wo sich eben sogenannte Content-Silos gebildet haben, das wiederum dazu führt, dass diese Teams, die wir vorhin gerade gesehen haben, nicht zusammenarbeiten und es oftmals eben keinen zentralen Content-Hub gibt, wo der Content zentral verwaltet wird. Die Folgen damit sind oft outdated Content, duplizierter Content, der dann eben nicht up-to-date ist, Qualitätsstandards, Governance ist dann oftmals schwierig und die Prozesse werden relativ langwierig, wenn man plötzlich drauf kommt, dass man nicht nur den Website-Content aktualisieren sollte, sondern eigentlich auch die Company-Page und dann auch noch vielleicht eine kleinere Mobile-App hat. Am Ende des Tages, und Harvard Business Review hat hier vor kurzem auch eine Umfrage gemacht, sind in vielen Unternehmen diese Zusammenarbeiten dysfunktional. 75% aller Unternehmen haben dysfunktionale Teams, die Cross-Team nicht zusammenarbeiten können. Auch eine extrem schlimme Zahl, muss man am Ende das sagen. Wir sind der Meinung, und ich glaube, Maria und Johannes werden dann auch gleich ein wenig darüber berichten, am Ende des Tages führt es dazu zurück, dass eben Content in sämtlichen Teams bei euch sitzt und am Ende des Tages unsere Messages, dass ihr sowohl euren Entwicklern die beste Entwickler-Experience bieten müsst, als auch den Content-Teams, all den Teams, die euren Content verwalten, das Tooling, das Werkzeug in die Hand geben müssen, damit das auch wirklich gut auf Seiten Marketing, Content passiert. Weil nur dann seid ihr in der Lage, am Ende des Tages personalisierte, gute User-Experiences im Frontend anzubieten. Reden wir kurz über Technologien. Johannes wird dann auch näher darauf eingehen. Jetzt stellt man sich die Frage, gut, Thomas, gut und schön, aber was mache ich jetzt? Der CMS-Markt ist einfach riesig. Wir sehen hier G2 listet über 300 Anbieter am CMS-Markt. Also kein Wunder, wenn man hier vor der Herausforderung steht, das für sich richtige Tooling, das für sich richtige Werkzeug zu finden. Der CMS-Markt ist auch sehr divers. Systeme, die wir hier in Deutschland kennen, kennt man vielleicht in anderen Regionen dieser Welt nicht und umgekehrt. Ich möchte euch heute kurz den Ansatz des Headless Content Management Systems vorstellen, aber bevor ich das erkläre, vielleicht kurz in die Runde gefragt, wer hat denn schon mal von einem Headless CMS gehört? Bitte kurz die Hände heben. Perfekt, dann kann ich mir die Folie quasi ersparen. Ich stelle jetzt nicht die Gegenfrage, wer mir das erklärt, aber vielleicht fragen wir das am Ende kurz ab. Die grundsätzliche Idee des Headless CMS ist es eben, dass ihr das Frontend vom Backend abtrennt. Und obwohl das im ersten Moment etwas komisch klingt und vielleicht auch nach mehr Aufwand, ist eben die grundsätzliche Idee dahinter, dass eben ein Headless CMS sich primär nicht darum kümmert, wo ihr diesen Content ausspielt. Und hier sind wir wieder genau beim kanalübergreifenden Thema. Dem Headless CMS ist es im ersten Schritt nämlich egal, ob der Content auf einer Website, in der Mobile App oder vielleicht auch auf der Smartwatch angezeigt werden soll. Und der Vorteil von diesem Approach ist es eben genau dadurch die Möglichkeit zu haben, einen zentralen Content Hub für euer Team anbieten zu können. Aber das war es auch vielleicht dazu kurz. Ich denke, Maria und Johannes sprechen dann noch im Detail darüber, wie diese Situation bei Marco Polo aussieht. Wie wir auch sehen, es ist oftmals nicht verwunderlich, dass es noch ein relativ neues Thema ist, weil wenn wir uns hier die Google-Suchanfragen anschauen, dann ist das Thema eigentlich erst seit 2014, 2015 wirklich ein Thema. Und wenn ihr euch jetzt an die Slide von vorhin zurückerinnert, ist es nicht weiter verwunderlich, weil das so der Zeitpunkt war, wo wir wirklich plötzlich mit einer Vielzahl von Frontends, von Ausgabemedien konfrontiert wurden. Genau, wir haben auch zu guter Letzt die Frage gestellt, in unserer State of CMS-Umfrage, wenn ihr bereits ein Headless CMS verwendet, habt ihr Verbesserungen gesehen? Mit all den Problemen, die ich vorhin erwähnt habe, am Ende des Tages geht es auch darum, hat es was gebracht? Was war der Business ROI, richtig? Und die Good News ist, dass 82% der Befragten eben gesagt haben, ja, es gab diese Verbesserungen nach der Migration zu einem Headless CMS. Am Ende des Tages bin ich nicht hier, euch zu erklären, okay, Headless CMS, gut oder schlecht. Am Ende des Tages ist meine Message, sucht euch das Content-Management-System, das sowohl für den Entwickler als auch für die Business-Audience den besten Value bietet für euren spezifischen Anwendungsfall. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, was uns Maria zum Thema Marco Polo und wie Marco Polo auf diese Reise gegangen ist, erzählen wird. Maria, bitte. Sorry.
So, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich alle ganz gut. Nicken? Ja? Okay, check. Genau, ich nehme jetzt euch einmal mit auf die Content-Reise von Marco Polo. Wo kommen wir her? Wo bewegen wir uns aktuell hin? Es ist bewusst eine Reise, es ist ein Status quo, aber wir sind auch immer noch dran, die zu verbessern. Und wir haben sehr, sehr viele Projekte in der Pipeline, die wir aktuell bearbeiten. Genau, ich glaube, Marco Polo ist allen von euch ein Begriff. Ja? Nicken? Okay, gut. Genau, grundsätzlich ist die Vision von Marco Polo, dass wir die führende, nachhaltige, moderne Lifestyle-Marke im globalen Premium-Segment werden wollen, mit qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten. Sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Produkte, sondern für uns auch als Technikteam ist nachhaltig und qualitativ hochwertig. Also es ist natürlich so, dass wir nicht alle 2 Jahre unsere Systeme austauschen wollen. Das heißt, wir wollen nachhaltige Dinge bauen und natürlich auch qualitativ hochwertig für uns als Technikteam, dass wir es nicht permanent maintainen müssen, als auch für unsere Anwender, wie vorhin Thomas erwähnt hat, es sind ja verschiedene Personengruppen involviert, dass die natürlich auch super zufrieden sind mit den Produkten, die wir als Technikteam ihnen zur Verfügung stellen. Genau, wie ist Marco Polo aufgebaut? Wir zoomen jetzt einmal rein, damit ihr quasi wisst, in welchem Kontext wir uns bewegen. Wir haben insgesamt bei Marco Polo 4 Vorstandsbereiche. Der eine große Punkt ist natürlich Product und Design, wo unsere Produkte sowohl designmäßig als auch qualitativ entwickelt und gestaltet werden. Wir haben natürlich den Vertriebsbereich, der sowohl den Wholesale-Vertrieb als auch den Retail-Vertrieb als auch online beinhaltet, also alle Verkaufskanäle, über die ihr quasi Marco Polo Produkte beziehen könnt. Wir haben den Finance-Bereich, wo die ganzen Finanzdinge abgewickelt werden. Und last but not least, wichtigster Bereich, Logistik und IT. Hierunter sind auch wir angesiedelt. Unser Bereich ist benannt Digital Intelligence. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz grundsätzlich mit den Dingen, die die Digitalisierung uns als Chance bieten. Genau. Was beinhaltet dieses Team? Das Team Digital Intelligence beinhaltet 4 Säulen. Ich habe euch auch ein paar Personen mitgebracht, damit es nicht ganz so trocken ist. Ein paar sitzen auch hier in den ersten beiden Reihen. Genau, wir starten einmal links oben. Das ist die Theresa, die entwirft bei uns digitale Konzepte. Das heißt, sie kümmert sich wirklich um die Anforderungen unserer Stakeholder, sei es interne Stakeholder als auch externe Stakeholder, schaut, dass die ordentlich zu Papier gebracht werden, dass alles durchdacht ist, weil tatsächlich scheitert es ja ganz zu Beginn meistens schon mit, was will ich denn eigentlich? Und hier ist Theresa unser erstes Quality Gate und schaut, dass alles, was wir machen, einfach am Schluss auch die beste Kundenexperience garantiert, damit wir Synergien nutzen und wir aus diesem Silo-Denken rauskommen. Rechts daneben geht es dann einmal weiter mit Lucia. Sie leitet die digitalen Projekte, sie ist bei uns technische Projektmanagerin und bildet quasi diese Schnittstelle zwischen den fachlichen Anforderungen und dem Softwareentwicklungsteam, in dem unter anderem auch Johannes tätig ist und schaut, dass unsere Projekte in Time und in Quality und in Budget auch geliefert werden. Dann rechts unten in weiß geht es weiter mit der Melanie. Sie ist bei uns im QA-Team und schaut, dass alles, was die Jungs entwickeln, qualitativ hochwertig live geht. Denn man findet immer Bugs. Genau. Und sie findet tatsächlich alle Bugs im Testing, bevor sie zu unserem Kunden, das Softwareprodukt zu unserem Kunden ausgeliefert wird. Genau, dann rechts oder Mitte oben mit Matthias geht es weiter. Er leitet unser Inhouse-Softwareentwicklungsteam, ist selbst mit Herz und Blut Softwareentwickler und entwickelt Bulletproof-Backends. Genau, und wenn unsere Software dann live ist, wollen wir natürlich auch wissen, funktioniert sie, wie nimmt der Kunde sie wahr? Und dann geht es quasi rechts oben weiter mit Xia Tong. Sie baut aktuell unser Data Lakehouse, das heißt eine Art Data Warehouse, in die alle unsere Daten reinfließen und auf einer qualitativ hochwertigen Datenbasis, auf der wir dann analysieren können. Das macht rechts unten dann der Dominik mit seinem Team. Sie analysieren unsere Zahlen, was wir gebaut haben, wie der Kunde auf unsere Veränderungen reagiert, sowohl online als auch offline, sodass wir zahlenbasiert Entscheidungen treffen können und Entscheidungsvorlagen vorbereiten können. Genau, und links unten, nicht zu vergessen, ist Steffen, unser Chef. Er ist unser Visionär, er gibt unsere Strategie vor, er arbeitet die zusammen mit uns und sagt quasi, in welche Richtung wollen wir uns ganz grob weiter bewegen. Genau. Dann machen wir einmal weiter. Jetzt habt ihr das Team kennengelernt. Mit welchen Softwareprodukten beschäftigt sich unser Team denn eigentlich? Es ist ja nicht nur ein Softwareprodukt, sondern es sind mehrere zusammenhängende Komponenten. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass wir uns mit allen Produkten beschäftigen, die Customer-Facing sind. Das heißt, die unsere Kunden erleben und wir bilden quasi diese Markenwahrnehmung beim Kunden digital. Da geht es einmal los mit dem PIM-System. Wo kommen denn unsere Produktdaten her? Wenn ihr auf einem Online-Shop seid, ihr habt bestimmt immer gerne eine Produktbeschreibung dabei, ihr wisst, aus welchem Material das ist, wie muss ich das waschen und so weiter. Also es geht wirklich am Kern los.
wie schaut ein Produkt aus, wo kommt es her, welche Bilder sind da dabei und so weiter. Dann wird es einmal weitergeleitet in unseren Online-Shop, den ihr sicherlich hoffentlich alle kennt. Der ist aktuell in 44 Ländern verfügbar und quasi unser größtes Markenschaufenster, das wir zu bieten haben. Also ein Retail-Store, da laufen am Tag, keine Ahnung, 100 Leute vorbei und im Online-Shop sind einfach wesentlich mehr Leute verfügbar, weshalb es für uns einfach ein wahnsinnig großes Display ist, wie wir vom Kunden wahrgenommen werden. An diesen Online-Shop ist ein CRM-System angebunden, das wir auch selbst entwickelt haben. Dort sind die ganzen Kundendaten gespeichert, eure Adressen, was ihr uns quasi so mit eurer Zustimmung geben wollt. Und natürlich auch das CMS von Storyblock seit neuestem, das quasi den Content auf unsere Seite bringt, sei es Text, sei es Bilder, sei es Video. Und wir gestalten damit quasi die Wahrnehmung, die ihr von uns als Marke habt. Genau, anschließend, wie vorhin schon gesagt, gehen die Daten ins Data Warehouse weiter. Das liegt auch bei uns in der Verantwortung. Und rechts unten noch zu sehen, wir benutzen auch AWS, also unsere ganzen Omnichannel-Services, wie wir die Online- und die Offline-Welt verknüpfen. Haben wir gesagt, wollen wir jetzt keine standardisierten Anbieter einsetzen, weil wir einfach maximale Flexibilität wollen. Und hier verwenden wir die Produkte von AWS und bauen da quasi, was wir als Anforderungen von Theresa und Team bekommen und was wir gerade brauchen. Genau, dann wie wir gestartet sind. Wir haben vor circa 2 Jahren das Projekt gestartet, wir wollen unseren Online-Shop austauschen. Unser Online-Shop war damals auf Salesforce Commerce Cloud, lief der, ist euch wahrscheinlich sicherlich im Begriff, sehr, sehr großes Unternehmen. Und dieses Unternehmen oder diese E-Commerce-Plattform, die anbieten, die beinhaltet alles, was euer Herz begehrt. Da sind die Produkte drin, da sind die Bestellungen des Kunden drin, da sind die Promotions drin, also Kauf 3, zahl 2 oder so, oder jetzt alle Socken reduziert, was auch immer, was ihr euch ausdenken könnt, ist damit möglich. Wir haben die ganzen Kundendaten drin, natürlich die Preise für die jeweiligen Länder oder Kunden, den Stock als auch den Content und auch so ein paar Personalisierungsmöglichkeiten. Und wenn ihr das so seht, dann schaut das aktuell wahrscheinlich relativ hübsch aus und tatsächlich, das war es auch, es war in Ordnung und man könnte damit ja einfach zufrieden sein. Aber wir haben uns dann gedacht, die Anforderungen, die wir als Monobrand haben, die wir als Marco Polo haben, wo wir uns hinbewegen wollen. Wir müssen ja schauen, wenn ein Kunde ein Marco Polo Produkt kauft, soll er das nicht bei Zalando oder bei About You kaufen. Könnt ihr natürlich auch machen, aber ihr sollt in Gedanken haben, dass ihr es bei uns kauft, weil wir einfach die beste Kundenexperience und die besten Prozesse für euch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben uns gefragt, mit dem, was Salesforce uns aktuell bietet, wie unser aktuelles Setup ausschaut, sind wir damit future ready? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, das sind wir leider nicht, weil tatsächlich es relativ unflexibel ist. Jetzt werden hier die Handys gezückt. Es ist halt so, dadurch, dass es ein sehr, sehr großes Unternehmen ist, hast du halt maximale Stabilität, aber aus relativ wenig Flexibilität. Also ist halt nicht so, dass wir da als Marco Polo hingehen und sagen, hey, wir hätten gerne Headless CMS. Dann sagen die, ja, das ist nett, wir nehmen das mal auf unsere Roadmap und dann passiert erstmal nichts. Das heißt, die Time to Customer, wenn wir was ändern wollten, ist limitiert in dem, was wir selbst entwickeln können. Und tatsächlich für uns auch einfach zu lange für das, was wir uns vorgenommen haben. Also wir haben wenig Einfluss auf das Produkt, es dauert zu lang, es ist uns zu wenig flexibel. Damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, gab es noch kein Headless Setup und das CMS gab es auch nicht. Das heißt, wer tatsächlich relativ unzufrieden war, waren einerseits die Personen oder Mitarbeiter, die Content gebaut haben. Es war super schwierig, da Mitarbeiter einzuarbeiten, weil es eigentlich kein CMS gab. Die Entwickler waren super unzufrieden, weil immer, wenn eine neue Content-Anforderung reinkam, war es so, boah, nee, mach du das, ich habe keine Lust. Und am Schluss hat es halt irgendwen getroffen, der es dann versucht hat umzusetzen, aber Coding like in the 90s steht hier rechts unten. Es war wirklich leider nicht schön. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind einfach zu viele Punkte, die uns gerade irgendwie daran hindern, weiterzumachen. Man könnte dann natürlich jetzt irgendwie außenrum bauen, aber wir wollten einfach mal den Kern der Sache angehen und den verbessern. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen nicht einfach nur alles so ein bisschen machen, sondern wir wollen an jedem Schritt der Customer Experience einen Unterschied für den Kunden machen. Weil am Schluss kommt es wirklich darauf an, nicht nur, wer hat den günstigsten Preis, sondern wo ist es für euch einfach am besten. Man entscheidet sich ja nicht immer nur nach Preis, sondern tatsächlich danach, wo man einfach sagt, okay, da gehe ich jetzt mal gern hin und kaufe da einfach ein. Genau, und daraus hat sich dann für uns das Project AYC ergeben, das einfach einen mehr oder weniger klassischen Shop-Relaunch beinhaltet hat.
Das Ganze ist in exakt 365 Tagen von der Bühne gegangen. Wir haben damit im März 2020 gestartet, haben in diesen 365 Tagen einmal das Backend erneuert, das Frontend, das jetzt auch voneinander losgelöst ist, wie Thomas vorhin gerade erklärt hat. Sind dann im März 2021 mit dem AB-Test live gegangen, haben dann über 8 oder 9 Wochen nochmal Dinge verbessert, was quasi für unseren Kunden am besten funktioniert und sind dann letztes Jahr im Mai, also relativ genau vor einem Jahr, komplett live gegangen. Genau, unser aktuelles Headless-Setup schaut tatsächlich so aus, also wir sind von diesem, alles liegt in einem Silo drinnen und alles ist wunderhübsch, hingegangen zu einem verteilten System, was uns wesentlich mehr Flexibilität bietet und auch sehr, sehr viel mehr Optionen bietet, Dinge zu ändern und auch anzugreifen. Genau, links nochmal aufgelistet zur Vollständigkeit das PIM, das liegt aktuell bei Novomind hier in Hamburg, die machen das einfach relativ gut. Hier werden die Produktdaten einmal durchgeleitet in unseren Online-Shop, das Backend, das von About You oder von Scale gestellt wird, dann davon tatsächlich losgelöst, natürlich verbunden, aber separat entwickelt ist unser Marco Polo Online-Shop Frontend, das ihr als Kunde auch seht. Das entwickeln wir selbst, federführend Johannes und Team, weil wir einfach gesagt haben, okay, das Frontend ist für uns so wahnsinnig wichtig, wir haben so viele Anforderungen daran, wir wollen das einfach selbst machen und das machen, was wir gerade wollen oder was unsere Stakeholder sagen, wäre das Beste für den Kunden. Damit connected haben wir einerseits natürlich das CMS, der Content muss ja irgendwo herkommen, Bilder, Texte, Videos, Personalisierung, bestimmte Einstellungen, die für den Shop notwendig sind. Hier haben wir uns für Storyblock entschieden, weil es einfach für uns die beste Variante war, wie wir Content zum Kunden bringen. Und als CRM haben wir auch eine Eigenentwicklung angeschlossen. Das heißt, wenn du dich einloggst, dass dann auch die Kundendaten verfügbar sind und so weiter. Dann geht's weiter. Ihr habt euch die Teile in den Warenkorb gelegt, habt euch entschlossen, cool, ich kaufe jetzt im Marco Polo Online-Shop. Dann geht es in den Checkout, der liegt wieder bei About You, weil die es einfach wahnsinnig gut machen. Es ist aber tatsächlich auch so, dass wir mittlerweile 2 Checkouts angeschlossen haben. Also wir sind hier einfach super flexibel. Wir haben einerseits, wie schon vorhin gesagt, wir haben 44 Länder live, 20 davon sind bei About You. Und weitere 20 Länder, sowas wie Asien, Amerika, super exotische Länder für uns bezüglich Shipping und Payment, liegt zum Beispiel bei Global E. Das heißt, wir entscheiden im Frontend, wohin leiten wir denn den Kunden in den Checkout. In den About You Checkout oder in den Global Eat Checkout, je nachdem, wie wir es halt gerade brauchen. Genau, und im Anschluss geht dann die Order entweder ins DWH, um quasi die Daten bereitzustellen und zu analysieren, oder auch in unser eigenentwickeltes OMS, wo wir quasi die Order verteilen, wer es gerade für den Kunden vollfüllen kann, was wir auch eigens gebaut haben. Genau, und es ist jetzt so, dass dieses Headless Setup aktuell so ist, dass wir den B2C-Shop mit dem Storyblock CMS verbunden haben. Aber um aus diesem Silo-Denken rauszukommen, haben wir uns in den letzten 6 Monaten, würde ich es mal sagen, damit beschäftigt, nicht nur das CMS für den B2C-Shop zu verwenden, sondern auch für den B2B-Shop. Wir relaunchen quasi gerade den Shop für unsere Großhändler. Die haben aktuell noch ein eingeschränktes Markenerlebnis und Verkaufsvergnügen. Das wird aktuell aufgerollt und einmal auch mit Storyblock connected, damit wir quasi auf beiden Plattformen, was ja beides ein Online-Shop ist, die gleiche Customer Experience bieten können mit dem gleichen hochwertigen Content. Wir planen aktuell eine App, die wird auch an das CMS angeschlossen, sodass es hier auch wahnsinnig viele Synergien gibt, die wir nutzen können. Und last but not least unsere Company Page, worüber ihr euch bewerben könnt, We Are Hiring. Hier wird auch der Content dann verwertet und ausgespielt, denn auch hier soll eure Markenwahrnehmung digital von Marco Polo einfach genau die gleiche sein wie in allen anderen Kanälen. Genau. Und welche fancy Use Cases wir jetzt aktuell im B2C-Shop mit Storyblock abgebildet haben, stellt euch jetzt einmal der Johannes vor. Genau, viel Spaß damit. Vielen Dank, Maria. Ich hoffe, man hört mich. Sehr schön. Thomas, alles steht und fällt mit deinem Hotspot hier. Genau. Genau. Wer von euch hat sich denn schon mal in Storyblock eingeloggt? Schon einige? Perfekt. Okay, also für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist quasi die Storyblock-Oberfläche, schön aufgeräumt. Wir sehen auf der linken Seite unsere Environment-Umgebungen. Das ist einmal für den Entwickler-Development, das ist einmal Staging für QA und einmal die dritte Umgebung ist unsere Production-Live-Umgebung. Heute werden wir das auf unserer Live-Umgebung machen, damit es ein bisschen spannend bleibt. Genau. Also hier sieht man so ein kleines Dashboard, wie viel, okay, es lädt noch. Sehr gut. Ja, einfach so ein paar Statistiken. Der spannende Teil passiert jetzt in diesem Content-Tab, wo wir unseren Content verwalten können.
Also prinzipiell die Struktur, die ist jetzt ausgelegt für Marco Polo. Ihr könnt es so gestalten, wie ihr das haben wollt. Bei uns gibt es halt diese Page-Typen, sage ich mal. Es gibt Kategorie-Seiten, es gibt Marketing-Seiten, es gibt Test-Pages und so weiter. Wir legen uns heute eine Marketing-Page an, gehen in diesen Ordner rein und sagen einfach mal New Entry. So, ich nenne das Ganze mal OMR. Speichere das Ganze, springe automatisch in diese OMR, also in diese Landingpage rein. Was wir jetzt hier auf der linken Seite sehen, das ist unser wirklich Online-Shop, so wie er jetzt gerade auf Production ist. Das ist natürlich noch eine leere Seite, die werden wir jetzt befüllen. Und auf der rechten Seite sieht man die ganzen Optionen, die Storyblock bietet. Das sieht im ersten Moment nach wenig aus, aber glaubt mir, das steckt einiges dahinter. Genau, ich würde gern anfangen. Und zwar, genau, also man kann hier quasi Blöcke hinzufügen. Das, ja. Ich würde gerne anfangen, einfach mal einen Full-Width-Banner einzubauen, den vielleicht viele von euch kennen oder vielleicht auch auf eure Webseiten einbinden. Und genau, so einfach geht das. Ich klicke hier mal rein in dieses Modul und das sind die Optionen, die wir bei Marco Polo benötigen. Das kann man natürlich beliebig erweitern. Um das Ganze ein bisschen interaktiver zu machen, würde ich gerne ein Foto von euch machen und dieses Foto hier hochladen als Banner. Könnt ihr ganz sitzen bleiben. Sehr gut, danke. So. Steht und fällt alles mit meinem Hotspot hier. Okay, also die Seite ist auch mobil wunderbar nutzbar. Upload new. So, ich speichere das Ganze und wenn wir uns die Seite hier refreshen, yeah, Vorführeffekt hat funktioniert, mega. Genau, das Ganze ist natürlich jetzt viel zu groß geworden. Wir bei Marco Polo haben jetzt die Möglichkeit, hier einen Haken zu setzen, bei Parallax-Effekt, dann erzeugt es so einen Parallax-Effekt, genau. Grundsätzlich die Attribute, die ihr da auf eurer rechten Seite seht, die sind flexibel erweiterbar. Also zum Beispiel, genau, ich baue mal eine Headline ein. Welcome to our Masterclass. Vielleicht, was man jetzt vielleicht noch nicht so realisiert, aber das richtig Coole ist, alle Dinge, die man jetzt ändert, sieht man auch live in der eigenen Webseite, so wie sie aussehen würde, wenn man sie published. Also man hat keine Diskrepanz mehr zwischen, ich habe ein Textfeld und muss jetzt mir überlegen, wie sieht es eigentlich auf Production aus und muss es erstmal testen, sondern das wird live in diesem System ideal angezeigt. Ich mache das auch genau besser lesbar. Und was wir zum Beispiel hier bei Marco Polo haben, wir können die Headline jetzt anordnen. Hier können wir nicht. Diese Funktion haben wir vor kurzem ausgebaut. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Da interessiert uns dann die Backstory, warum ihr das ausgebaut habt. Identity, alles nur links unten. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Aber wenn man jetzt sagen wollen würde, okay, man braucht jetzt eine Option, um diese Headline nach oben zu packen. Haben wir hier jetzt auf eurer rechten Seite haben wir jetzt nicht. Dann gehe ich einfach hin, sage einfach Vertical Alignment oder wie auch immer man das nennen will. Dann wird es hier unten als Attribut angezeigt. Ich spezifiziere noch, was es sein soll. Soll es eine Textbox sein, Checkbox, was auch immer. In dem Fall ist es einfach eine Single Option. Kann hier noch meine Optionen hinterlegen. Zum Beispiel Top mal einmal top und bottom. Speichere das Ganze. Und ich habe das hier unten jetzt als Attribut drin und kann das schon verwenden. Das Ganze funktioniert natürlich noch nicht, weil wir das erst im Frontend verarbeiten müssen. Also von Storyblock selber kriegen wir einfach nur die Information. Da steht einfach top drin und wir im Code müssen dann sagen, okay, das soll jetzt bitte nach oben. Genau, dann würde ich gerne noch ein Modul einbauen. Und zwar einfach mal eine Card, Double Card, wo wir uns so ein bisschen vorstellen. Wir haben einmal die Maria.
Vielleicht hier noch interessant, der Atomic Design Ansatz, den Thomas vorher erklärt hat. Also wir haben quasi dieses Double Card, das ist ein Organismus. In dieser Double Card haben wir zwei Items, das sind die Moleküle. Und innerhalb diesen Items haben wir ein CTA oder ein Button, das wäre quasi dieses Atom. Also man kann das beliebig verschachteln, ist im Endeffekt so ein bisschen wie Lego spielen. Genau. Dann habe ich hier schon ein Foto oder Tetris von der Maria vorbereitet. Wähle ich jetzt einfach aus. Maria wird angezeigt. Ich benenne es noch um. Ich kann übrigens auch auf der linken Seite mich reinklicken und lande automatisch an der Stelle, wo ich das Ding bearbeiten kann. So, dann haben wir noch den Thomas. So, der kriegt auch noch einen Namen. Thomas kann auch hier wieder die Schriftart verändern, dass er lesbar wird. Genau. Und der Aufmerksame oder die Aufmerksame unter euch wird auffallen, ich wurde jetzt vergessen. Das holen wir jetzt gleich schnell nach. Das war alles gewollt. Und zwar bauen wir jetzt eine Triple Card ein. Genau, das ist einfach dasselbe Modul, nur halt eben drei statt zwei hintereinander. Und genau, nächste Funktion, die einfach ganz cool ist, ich lösche mal die Items raus. Ich kann jetzt die Module quasi ganz easy mir kopieren. Füge jetzt in meine Triple Card ein. Das mache ich auch noch mit dem Thomas. Und baue noch ein Item dazu für mich. Und es ist einfach sehr schnell und sehr einfach zu bedienen. Der Vollständigkeit halber mache ich das noch fertig. Genau, ich kann ja noch ein Bild auswählen. Genau, wer jetzt irgendwie sich denkt, boah, ey, was klickt der rum und keine Ahnung, nehmt einfach mit, es funktioniert wahnsinnig schnell, wahnsinnig einfach. Gut, ich lösche das jetzt so oben einfach raus. Und genau, dann können wir auch noch sagen, okay, die Maria soll jetzt einfach in der Mitte. Ich drag and drop das jetzt und dann ist die Maria in der Mitte. Genau, dann ist mir vielleicht noch der Abstand zu den zwei Bildern zu wenig. Baue hier ein Spacing-Modul ein und so ein kleiner Abstand wird erzeugt. Um die Spannung nochmal ein bisschen aufzubauen, würde ich jetzt gerne ein weiteres Modul einbauen, und zwar unser Countdown-Modul. Wir haben Zeit. Soon. Wir haben Zeit bis heute. Was haben wir denn heute? Den 3. 17. Mai. Bis 18 Uhr geht das. Sicher, dass wir den 3. haben. Hä? 17. Mai. 17. Uhr. Hä? Jetzt sind wir bei 17 Uhr, Johannes. Bis 18 Uhr. 17.05. Bis 18 Uhr. Jetzt. Doch. Juhu. Danke. Sehr cool. Auch hier haben wir die Option, Textfarben zu ändern. Wenn ich nicht zu wild, muss vielleicht andersrum. So, sehr cool. Genau, 41 Minuten, auf geht's. Genau, dann eine weitere Funktion, die ich zeigen würde, die wir wahnsinnig oft nutzen oder die wir eigentlich brauchen in unserer Basics sind, das hatte Maria schon erwähnt, wir sind in über 40 Ländern aktiv. Wir haben Landsprachkombinationen, das heißt, wir können nicht für 40 Länder 40 Mal Content pflegen. Dafür gibt es für den Storyblock die sehr, sehr gut durchdachte Sprachvererbungslogik. Das heißt, wir pflegen bei Marco Polo einfach Default auf Englisch und können das quasi dann runtervererben. Wir haben einmal die Möglichkeit, Deutsch zu pflegen für alle deutschsprachigen Länder und dann auch einmal ein Level runter auf Deutschland Deutsch zu pflegen. Genau, ich mache das einfach mal schnell. Genau, ich bin jetzt im Hub ausgewählt für Deutschland und sage einfach, willkommen. Das ist mir letztes Mal schon passiert.
Genau, ich habe das falsche Modul ausgewählt, deshalb hat man jetzt hier nicht so wahnsinnig viel gesehen. Genau, jetzt ist der deutsche Text auf der deutschen Seite sichtbar. Dann würde ich noch gerne eine weitere Funktion zeigen. Das ist die Funktion, dass man Content bauen kann, aber erst irgendwann mal in der Zukunft live nehmen kann. Das nennt sich bei Storyblock Releases. Das machen wir wirklich sehr intensiv, vor allem wenn wir am Wochenende irgendwelche Aktionen starten und wir am Wochenende ungern arbeiten. Deshalb nutzen wir das einfach, genau, damit das ganz entspannt von alleine live gehen kann. Man sieht es ja oben schon, ich arbeite gerade im Current, also quasi das, was gerade live ist. Ich kann jetzt aber einfach sagen, New Release, ich nenne es mal einfach Masterclass Ends oder wie auch immer und kann einfach sagen... 3. Mai oder da, was war das? 18. 18. Also morgen um Mitternacht wird das, was ich jetzt hier bearbeite, in diesem Release live gehen. Ich wähle die Seite aus. Den Countdown zum Beispiel brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht mehr. Das heißt, den könnte ich sagen, okay, der soll jetzt quasi nicht mehr sichtbar sein. Und dann will ich noch irgendwie sagen, Headline. Thanks for joining. Genau. Und das würde jetzt, wie gesagt, heute um Mitternacht würde das live gehen. Also bis jetzt, ich wechsle mal in den Default Branch. Bis jetzt kann man zusammenfassend sagen, Storyblock ist ein CMS. Es macht das gern, was ein CMS gern macht, nämlich Content verwalten, Texte, Bilder verwalten, aber auf eine richtig charmante oder intuitive Art und Weise. Es ist wahnsinnig flexibel, kann die Attribute hinterlegen, die man braucht. Man hat alle Optionen, die man will. Genau, kommen wir jetzt aber zum spannenderen Teil. Wie schaffen wir es, also wir sind ja eine Fashion-Brand, wie schaffen wir jetzt aber Content mit Produktdaten zu verbinden? Im Endeffekt funktioniert es so, wir haben jetzt bei Storyblock, ein Modul, das haben wir Product Row genannt. Im Endeffekt, okay, man sieht noch nichts, kommt gleich. In dieser Product Row kann ich jetzt mehrere Items hinterlegen. Also in dem Fall, ich starte mal mit einem Item. Genau. Und jetzt habe ich hier die Option, eine Produkt-ID zu hinterlegen. Theoretisch kann man auch einen Product Picker bauen, wo man nach Produkten suchen kann. Es gibt auch schon Integrationen, wo das funktioniert. Brauchen wir bei Marco Polo nicht, weil wir immer mit Produkt-IDs arbeiten. Deshalb ist ein Textfeld für uns völlig fein und ausreichend. Ich habe die Produkt-IDs hier vorbereitet. Also was jetzt passiert, ist ein bisschen Magic. Ich gebe die Produkt-ID ein. Diese Information kommt aus Storyblock. Im Programmiercode nehme ich diese Produkt-ID und frage unser E-Commerce-System nach den Produktdaten ab und bekomme von unserem E-Commerce-System alle Produktdaten, also Farbe, Preise, Stockdata und so weiter. Und merge das Ganze im Frontend und lasse das Produkt erscheinen. Genau, mal schauen, ob es funktioniert. Genau, es funktioniert. Also jetzt zieht sich die ganzen Produktbilder. Ich habe auch diesen Hover-Effekt mit Color-Switch, Größenangabe und so weiter zur Verfügung. Und für die vielleicht ein bisschen technischeren unter euch, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, von Storyblock selber. Wir wissen einfach nur diese Produkt-ID. Ich zeige mal, wie das aussieht. Das ist jetzt einfach nur so ein JSON. Es ist jetzt für Programmierer ein Traum. Ich suche natürlich diese Produkt-ID und es steht jetzt einfach nur dieser Text drin. Aber eben dadurch, dass es eine API ist und ich so strukturierte Daten bekomme, bin ich so flexibel und kann damit machen, was ich will. Das muss jetzt nicht eine Webseite sein oder das kann eben alles sein, wie schon angesprochen von den Kollegen. Genau. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter oder ich mach die Reihe noch vollständig, damit es schöner aussieht. Auch hier Copy-Paste, ich bin wahnsinnig schnell, was das angeht. Tausche einfach die Produkt-IDs aus, damit wir ein bisschen Abwechslung hier drin haben.
So, noch das letzte. Sehr gut. Genau, und habe jetzt so meine komplette Produkt-Row fertig. Vielleicht noch, damit wir es noch ein bisschen schöner haben, hier noch das Abstandmodul. Genau, damit es nicht so aneinander klatscht. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und binden jetzt quasi noch ein System mit ein. Stichwort Personalisierung. Wir haben das, also Storyblocks selber, da gibt es keine, da gibt's kein Personalisierungsmodul oder Funktion an sich, aber dadurch, dass es so flexibel ist, kann man sich das selber easy dazu bauen. Und wir machen das jetzt mal mit unserer Product Row, mit diesen vier Produkten. Dazu haben wir uns ein zweites Tab angelegt, das nennt sich Visibility, wo wir quasi steuern können, wer soll diesen Inhalt sehen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, dass diesen Inhalt nur Member, also quasi nur registrierte User sehen sollen oder nur User, die ein Newsletter-Abo haben oder wie auch immer. Das ist quasi, also die Information steht quasi in unserem CRM. Das sind jetzt vorgefertigte Customer Groups, die wir bei Marco Polo verwenden, sind natürlich auch erweiterbar. Und wir sagen jetzt zum Beispiel, okay, dieses Modul soll nur für Member sichtbar sein. Und es verschwindet, weil ich jetzt in dem Moment als Gast erscheine. Oder als, ja, genau. Und an dieser Stelle werden quasi drei Systeme miteinander connected. Das wäre einmal Storyblock für den Content, beziehungsweise für Produkt-IDs, unser E-Commerce-System für die Produktdaten und unser CRM-System, das weiß, welcher Customer Group ein Customer angehört. Ich hole mir diese drei Systeme über eine API ins Frontend, genau, und verarbeite diese Daten und kann entsprechend die Inhalte eben anzeigen oder nicht anzeigen. Alright, was wir jetzt noch machen, was jetzt nicht so wahnsinnig ins Visuelle geht, aber was man mit Storyblock noch machen kann, ist eben nicht nur Content zu verwalten, sondern auch Shop-Konfigurationen. Also was wir zum Beispiel gebaut haben, so eine Seite, man sieht da schon den Unterschied, man hat jetzt keinen Visual Live Editor mehr, sondern man hat einfach nur diese normalen Formularfelder. Hier gilt das gleiche Prinzip, Storyblock liefert uns einfach diese Daten über eine API und wir können damit anfangen, was wir wollen. Also in dem Fall, wir sagen einfach, okay, Mindestbestellwert, wenn der unter 29,9 liegt, dann wird eben eine Meldung angezeigt, bitte kauf mir ein. Oder was wir noch konfigurieren können, Zahlungsarten, die ein- und ausgeblendet oder zur Verfügung stehen und so weiter. Das Ganze machen wir auch mit unseren Promotions. Also unsere Promotions, die werden auch über Storyblock konfiguriert. Beziehungsweise Kampagnen heißen die, genau. Und wir haben unterschiedliche. Wir haben zum Beispiel, wir schauen uns mal die Giveaway-Kampagne an. Das ist auch so ein Konfigurationsmodus. Wir haben hier die Möglichkeit eben zu sagen, okay, diese Kampagne ist jetzt aktiv oder nein. Dann, für wen soll diese Kampagne aktiv sein? Das ist quasi die CRM-Information für die Connection. Dann noch, okay, von wann bis wann soll sie aktiv sein? Und noch, für welche Kategorien greift diese Promotion? Also ich muss mindestens ein Produkt aus einer dieser Kategorien kaufen, damit ich dieses Giveaway oder diese Promotion, damit ich das bekomme. Genau, also man sieht hier auch schön, wir haben hier weit mehr als nur reine CMS-Funktionalität verwendet. Und ich glaube, es gibt sicher viel mehr Use Cases, die man hier einbauen kann. Also wir können jetzt theoretisch Wetterdaten mit einbinden. Bei schönem Wetter werden nur, andersrum, bei schlechtem Wetter werden Regenmäntel und so weiter angezeigt. Oder man geht wirklich auf Location, dass quasi Leute, die sich in Hamburg einwählen, die in Hamburg auf unsere Webseite kommen, die sehen eben andere Produkte als die in München sitzen. Was wir noch mit Storyblock machen können, das ist jetzt ja kein abgeschlossenes System, also wir können nicht nur Daten rauslesen, sondern wir können auch Daten reinschreiben. Das haben wir gemacht mit unserem Kategoriebaum. Ich schaue mal kurz auf die Zeit. 30 Minuten, Moment. Johannes. Okay. Ist schon verschwunden.
die Seiten oder die Struktur, die man hier sieht, das ist unser Kategoriesystem, so wie wir das in unserem E-Commerce-System verwenden. Man könnte das natürlich nachbauen manuell. Ich glaube, wir haben über 300 oder 400 Kategorien. Das ist natürlich mega Aufwand, das zu verwalten. Deshalb haben wir einen Hintergrundservice gebaut, der läuft einmal nachts. Der synchronisiert quasi alle E-Commerce-Kategorien oder in Storyblock, sodass wir sie hier zur Verfügung haben und den ganzen Kategoriebaum gleichzeitig in Storyblock vorfinden und damit arbeiten können. Also man sieht, die Systeme greifen wunderbar ineinander und funktionieren harmonisch. Das wollte ich euch noch zeigen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine unserer Kategorie-Seiten zu bearbeiten. Das ist jetzt einfach eine normale Seite, das sind Produktdaten. Aber genau, mit Storyblock haben wir jetzt rechts viel mehr Optionen, was wir machen können. Und zum Beispiel können wir jetzt innerhalb unserer Produktliste Content einbauen. Das ist für unser Marketing oder für unser E-Commerce-System recht wichtig, um ein bisschen Action in die Seiten reinzubringen. Wir machen das einfach mal kurz mit einem Produktkarussell. Genau, ich sage noch, in welcher Position es stattfinden soll. Habe ich das noch mit drin? Nee. Muss hier noch wieder meine Produkt-IDs vergeben. Das ist quasi, das wird ganz oben angezeigt. Und hier weiter unten. Ich warte mal kurz, Wird eben so ein Slider angezeigt. Auch Copy-Paste. Ich hoffe, dass er keiner fotografiert. Genau, jetzt haben wir es quasi geschafft, eine Produktliste aufzupeppen mit personalisierten Content, den wir eben auch über Storyblock steuern. Wollen wir unsere Landingpage noch publishen, Johannes? Zu guter Letzt, wir schauen uns noch mal kurz die Landingpage an. Ich werde jetzt live nehmen und wer Lust hat, der kann draufgehen als Beweis, dass es hier wirklich live passiert ist. Genau, ich verpacke das gleich in einen QR-Code, damit ihr es abscannen könnt. Also wer Lust hat, einfach nur. Also für einen kurzen Moment sind wir jetzt alle auf der Marco Polo Website. Genau, ich muss es auch bald wieder offline nehmen, sonst kriege ich Ärger. Ich probiere es mal mit dem. Genau, da müsstet ihr theoretisch auf die Seite kommen und euch alle selbst sehen können. Funktioniert's? Vielleicht können wir Thumbs up, Thumbs down geben. Ja. Sehr schön. Oh. Nee. Echt jetzt? Ist sie da? Genau. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Eindruck schaffen können oder geben können, wie wir das mit Storyblock handhaben. Wie gesagt, wahnsinnig flexibel. Auch für unsere Company-Page später, für unsere App. Vielen Dank für die Übersicht, Johannes. Ich glaube, das hat einen Applaus verdient. Gerne. Das war es auch schon von unserer Seite für heute. Wir sind noch länger hier für Fragen. Ansonsten gern auch bei unserem Storyblock-Stand vorbeischauen. Ich denke, die Maria und der Johannes sind auch entweder hier und dann später bei uns vertreten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, gerne jetzt oder später. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Gibt's Fragen? Ist noch Zeit für Fragen?
habt eh bloß keins mehr. Sören, der Techniker ist gerade noch auf dem Weg zurück zum Pult. Der wird wahrscheinlich gleich dieses Mikro hier freischalten können. Sören, könntest du das Mikro auch noch mal auf den Kanal schalten, damit man es hört? Man hört dieses Mikro nicht. Man hört nur dieses. Test, test. Vielleicht gibt's. Da ist ein Knopf, ein Öff, soll ich den mal drücken? Dann kriegt ihr das zurück. Danke. Es ist jetzt... Gibt es Fragen? Genau, das ist die Frage, ob es Fragen gibt. Ich bringe dann ein funktionierendes Mikro an die Stelle. Die Dame da drüben war zuerst. Hallo, ich wollte einmal fragen, das Visibility Future, was ihr gezeigt habt, ist das was ihr explizit für euch programmiert habt oder ist das was tatsächlich eben auch für andere Kunden sozusagen bei Storyblock verfügbar ist, einfach so? Ich habe den Eingangstrigger nicht verstanden. Dieses Visibility Future, also dass man einstellen kann, für wen die Seite sichtbar ist. Ob das explizit programmiert wurde von Marco Polo, also was Spezielles hierfür ist? Oder? Ja, magst du das beantworten? Das wurde speziell von uns so konfiguriert, kann aber jeder so machen. Genau. Ist für alle zugänglich. Kurze und knappe Antwort von Johannes. Dann gebe ich direkt an den Herrn, der sich auch gemeldet hat, weiter. Hi, Andreas Wander. Vielen Dank für den Vortrag. Coole Insights. Ich habe tausende von Fragen, aber eine, die mich am spannendsten finde, ist, ihr habt die Produkte eingeführt. Die Währung war aber in schwedischen Kronen, habe ich gesehen. Das passt nicht zu der Language-Auswahl, die ihr für die Landingpage gebaut habt. Was ist das Geheimnis dahinter und wie stellt ihr es dann anschließend ein? Genau, das hat einen guten Grund, weil wir die Default-Inhalte für englischsprachige Shops pflegen und Schweden einfach unser Default-Englisch-Shop ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier switchen würde, bin mir nicht sicher, ob es in der Preview geht, aber dann würde ich wahrscheinlich... Achso, ich habe es ausgeblendet. Dann würde ich wahrscheinlich die deutschen Preise sehen, aber auch das ist einfach, weil wir das so handhaben. Genau. Sehr aufmerksame ZuschauerInnen hattet ihr hier heute. Gar nicht so headless. Es gibt weitere Fragen. Cool. Dich habe ich zuerst gesehen. Ja, sehr interessant. Zwei Fragen. Ihr habt über diese Produkt-ID Bild, Text, Produktdaten und so weiter eingepflegt. Gibt es auch eine Art Asset-Management hinter dem CMS oder braucht man dafür immer wieder noch irgendwie eine extra Anwendung? Und die zweite Frage habe ich jetzt gerade vergessen. Achso, genau. Content in der App. Zieht sich die App den Content direkt von euren Seiten, so wie ihr sie jetzt baut, oder müsst ihr dafür dann eigene Seiten anlegen? Willst du was zur ersten Frage fragen, sagen, Content Asset Management? Also grundsätzlich gibt es einen Asset Manager in Storyblock auch. Was wir aber hier beim Johannes Beispiel gesehen haben, ist, dass die Daten direkt aus der About You Cloud kommen und dementsprechend dort die Informationen, Texte, Bilder hinterlegt sind. Genau. Vielleicht noch ergänzend, Imageverwaltung funktioniert auch wunderbar. Man kriegt out of the box ein CDN mit, wahnsinnig skalierbar, Bilder laden wahnsinnig schnell. Man kann sie auch hoch runter skalieren, wie man das haben will. Also check. Zweite Frage. Content in der App. Content in der App. Das ist auch so eine Sache, die wir noch erst, also die App ist erst ja, am Anfang, also die das sind wir gerade dran, erst das zu bauen. Aber grundsätzlich ist die Frage, ob man den einen Content auf mehrere Plattformen ausspielt, könnte man theoretisch machen. Ob wir den gleichen Content in der App haben wollen oder, und auf der Webseite oder im Online-Shop, das ist halt die Frage, die wir intern klären müssen, ist aber auch grundsätzlich beides möglich. Genau, also wie Johannes gesagt hat, es gehen beide Varianten. Es hängt sehr stark davon ab, ist es der gleiche Content, passt der auch auf der Mobile-App entsprechend. Dementsprechend sind wir als Storyblock CMS total flexibel. Bin gespannt, was Marco Polo dann machen wird.
Wie macht ihr das mit den verschiedenen Sprachen? Bearbeitet ihr die zentral oder ist da jedes Land selber für verantwortlich? Das kann tatsächlich ich beantworten. Wir haben Sprachgruppen gebildet, weil das für uns einfach die beste Variante ist, wie wir unsere Länder bündeln. Also wir haben 6 Sprachgruppen und unter jeder Sprachgruppe liegt das entsprechende Land. Aber das ist auch einfach das, glaube ich, wie wir es eingestellt haben. Für uns ist das tatsächlich die pflegeunaufwendigste Variante. Default ist immer Englisch und dann eben die entsprechenden Sprachen mit dabei. Passt das? Nicken? Ja. Genickt. Super. Da drüben geht's weiter. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte wissen, das Frontend, was man da jetzt gerade sieht, das läuft ja jetzt separat nochmal auf Storyblock, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr habt wahrscheinlich noch ein separates irgendwo. Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, wie sieht das dann aus mit so Continuous Integration und Continuous Deployment? Ist das cool oder ist das nervig? Ganz schön technische Fragen heute. Also grundsätzlich, das Ding ist ein iFrame. Das ist quasi unser wirklich, also der Online-Shop, den wir auch auf Production haben. Das ist quasi unser Live-System hier integriert. Continuous Integration oder wie man jetzt quasi Content published, sage ich, es geht um Content, nehme ich mal an. Nee, eher ums Frontend. Okay, ja. Also haben wir auf jeden Fall im Einsatz. Das Ding ist, wir, also quasi, wenn wir Features bauen in Storyblock, dann gehen wir erstmal mit diesem Feature Set live und erst dann wird gepflegt. Also von daher haben wir keine Diskrepanzen oder so. Genau. Aber wir können vielleicht später mal technischer werden, wenn auf die Bühne kommt. Vielen Dank. Hi. Wir haben auch schon diverse Storyblock-Seiten gebaut und von daher ist es ziemlich interessant zu sehen, wie ihr das den Visual Editor aufgebaut habt. Ziemlich cool fand ich, dass ihr Placeholder-Images eingebaut habt als Default-Wert und das Spacing-Element ist ziemlich cool. Zu meiner Frage, wie sieht denn so eine Produkt-Detail-Seite aus? Wie sehr ist Storyblock da integriert? Und genau das würde mich mal interessieren. Ja, wir können mal kurz reinschauen. Die ist relativ simpel gehalten. Oh, Produkte sind weg. Habe ich ausgeblendet, nur für Member. Die ist relativ simpel gehalten, weil wir quasi diese Produktinformationen nicht in Storyblock haben, sondern in unserem E-Commerce-System. Aber wir haben hier unten Tabs, zum Beispiel das Sustainability-Tab. Und diese Informationen kommen tatsächlich aus Storyblock. Auch hier die Connection relativ simpel, also quasi Produktseite wird geladen, Storyblock-Content wird runtergeladen und auch dann auf der Webseite angezeigt. Aber es ist jetzt keine eigene Story in dem Sinne. Ich kann das vielleicht auch mal kurz zeigen, wenn ich es finde. Das ist unseren Shop-Pages, da haben wir einfach für unsere PDP, Produktdetailseite, haben wir einfach generische Dinge, die wir quasi auf jeder PDP anzeigen, aber nicht speziell nur für ein Produkt, also quasi generische Produktinformationen. Cool, das beantwortet die Frage. Cool. Dann kommt noch eine. Ich hoffe, ihr könnt noch. Wir haben aber auch noch Zeit. Also ihr müsst eigentlich noch. Hallo, also erstmal danke für das geile Produkt. Also als leidenschaftlicher Linzer. Da jetzt mal Daumen nach oben, bin wirklich stolz drauf. Und ich habe eigentlich 3 Fragen. Ich probiere die kurz zu halten. Die erste interessiert mich, ob wohin die Reise hingeht bei Storyblock, ob das auch mal so angedacht ist, dass es da mal so eine Art E-Commerce-Integration out of the box gibt, also wo man halt eben so Standard-Sachen hat, im Sinne von banales Beispiel WordPress mit WooCommerce, gibt es eine Integration, wo man halt eben so Standard-Sachen machen kann. Das zweite ist, ob auch mal gedacht ist, dass es einen Marktplatz geben wird, wo man vielleicht Themes oder Designsysteme, die was im Frontend programmiert sind, reinladen kann in Storyblock. Und die dritte interessiert mich, wie die App, wie das funktioniert, ob man da auch so eine Live-Preview hat, wenn man eine App dann mit Storyblock macht? Ja, danke. Zur ersten Frage. Storyblocks Ausblick ist, wir sind ein CMS. Wir werden nie eine E-Commerce-Plattform sein. Unsere Mission ist es, das beste CMS am Markt anzubieten für das 21. Jahrhundert. Nichtsdestotrotz gibt es Default-Integrationen, Technologiepartnerschaften mit den gängigen E-Commerce-Plattformen, die man kennt.
Ihr kennt sicher viele, also ich fange jetzt gar nicht an, diese aufzuzählen. Da gibt es Integrationen und wird es in Zukunft auch besseren Support und mehr Integrationen geben. Zur zweiten Frage, Marktplatz. Ja, mit Storyblock V2, wir sind gerade dabei, ein komplett neues CMS zu launchen, komplett neues Interface, auch zu dem, was wir heute hier von Johannes gesehen haben. Mit dieser V2-Version wird es auch in Zukunft in der Lage sein, dass Unternehmen, Agenturen, Entwickler on top of Storyblock Apps erstellen, publizieren und verkaufen. Wird kommen. Jetzt habe ich die dritte Frage vergessen. Die dritte war, es interessiert mich einfach, wir haben es ja mit der Webseite gesehen, ja. Aber nehmen wir an, wir bauen eine iOS-App oder Android-App und gibt es einen Preview-Modus oder wie funktioniert das? Grundsätzlich gibt es, ja. Hängt auch sehr stark von deinem Setup ab, wie du dieses Mobile-App-Projekt angehst, aber grundsätzlich ist es möglich. Das ist die kurze Antwort. Okay, danke schön. Ich habe auch gerade mal geguckt auf der Webseite von der Messe. Also Storyblock hat auch einen Stand, soweit ich das richtig verstanden habe. Oder seid ihr nur als Speaker da? Genau, also man findet uns auch in der Halle A1. Maria, korrigiere mich. A4, G06. Genau. Gerne vorbeischauen. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile Bier und andere Drinks. Das ist ein schöner Hinweis. Wir machen trotzdem noch zwei, drei Fragen. Ein, zwei, drei. Aber das war der Hinweis, falls jemand noch mehr Austausch sucht, steht Thomas mit seinen KollegInnen dort auch noch zur Verfügung. Hi, ich wollte einmal fragen, wie es mit Berechtigungen aussieht. Also wenn du jetzt sagst, du hast ein, keine Ahnung, deutsches Team, was einen Content nur erstellen darf, gibt es da auch solche Berechtigungen in Storyblock? Also grundsätzlich würde ich sagen ja, aber bitte, wie sieht das bei Marco Polo aus? Nee, gibt's. Ich habe auch sehr viele Funktionen verschwiegen, die Storyblock noch kann. Bei Marco Polo ist es so, brauchen wir nicht. Aber es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, auch Workflows zu erstellen. Das heißt, jemand erstellt den Content, jemand approved den Content, jemand nimmt den Content live. Oder man kann sich auch so aufstellen, dass man mehrere Teams hat, die Content bearbeiten. Dass quasi nur Team Deutschland bearbeitet nur die deutschen Texte, Team International als Englisch. Das ist bei bei Marco Polo nicht notwendig, weil wir ein relativ kleines Content-Team sind. Die machen quasi alles. Aber grundsätzlich kann man eben beliebig die Rechte verwalten. Alles klar. Da drüben war noch eine Hand zu sehen. Hi, ich habe eine Frage zu dem Modul, wo ihr die Prozente gepflegt habt, 29,90. Warum macht man das in Storyblock und nicht in E-Commerce-Tool, weil das ist ja ein klassisches E-Commerce-Feature. Maria, willst du diese Frage beantworten? Tatsächlich ist es so, dass exakt dieses Feature nicht angeboten wurde, da About You, die dieses Shop-System zur Verfügung stellen, einfach keinen Mindestbestellwert haben. Und wir haben einfach nach einem zentralen Ort gesucht, wo wir diverse Features, die wir brauchen, pflegen können. Und da hat sich Storyblock einfach als bester Ort angeboten. Genau. Eine schüchterne Hand geht noch nach oben. Moin, danke für die Präsentation. Mich würde interessieren, was nutzt ihr für einen Tech-Stack jetzt aktuell bei Marco Polo? Das Ganze basiert auf Vue.js, Server-Side-Rendering mit Nuxt.js, alles API-basiert, eine Single-Page-Application, das heißt, erster Load kommt über den Server, danach ist man nur noch im Browser und quasi kriegt kein Refresh mehr, sondern die Seite updatet sich da, wo sie sich updaten muss. Genau, ansonsten noch ein bisschen CDN, ein bisschen Caching dahinter, aber grundsätzlich Vue.js. Ja. Cool, danke. Perfekt, dann sieht es für mich aus, als wären die ersten Fragen zumindest geklärt. Vielleicht geht man nochmal einen tieferen Dialog bei euch am Stand. Ansonsten würde ich euch das letzte Wort überlassen. Es war super. So viele Fragen hatten wir in keinen der Masterclasses heute. Also anscheinend eine sehr interessierte und mittlerweile gut informierte Menge, die ihr da hinterlasst. Ich würde gerne starten, weil ich eine Sache vergessen habe. Mein Lieblingsmodul. Jetzt wisst ihr auch, warum ich ein Headset hatte. Also, falls jemand Lust hat, wir suchen immer nach Verstärkung, bewerbt euch gerne.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es war sehr, sehr cool mit euch. Jetzt ans Bier und an den Wein. Danke. Genau, und wer Lust hat auf Bier, Wein und weiterführende CMS-Gespräche, einfach beim Storyblock-Stand kurz vorbeischauen und Hallo sagen. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören.